empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein, Wodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Warte, ich bin noch nicht fertig. Die Wassergötter sind nahe. Ja, die Mondgötter auch. Ich würde gerne etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Ich würde gerne etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Derjenige, den Sie Großväterchen nennen, kann eure Neugier befriedigen. Warum hat die keine Was? Quest abgeschlossen, Turmsumpf. Okay, das haben wir erledigt. Ich brauche... Lassen wir mal so. Jo, da wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr. Und Quest haben wir auch wieder abgeschlossen. Das ist sehr gut. Bald in den Sümpfen. Und wir haben schon wieder fast eine Stunde Spielzeit. Das heißt, ich muss gleich mal einen Break machen. Denn ich habe noch ein bisschen Arbeit. Anderweitig. Da wir bald umziehen, habe ich noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Aber ich denke mal, ich heute Abend noch ein bisschen weiter zocken. Mal gucken, wie ich Zeit habe. Ziegelbrenner. Ja, hier sind alle Ziegelbrenner. Dann gibt es noch Ertrunkene. Was war das? Ja, schon wieder so ein Obelisk. Gibt es hier noch Leute mit Namen oder? Sieht nicht so aus. Aber überall stehen hier so komische Obelisken. Ich frag mich, was das soll. Alte Straße. Laufen. Wir gehen mal ein bisschen schnitzen. Vielleicht muss man diese Obelisken aktivieren oder so. Ich hoffe mal nicht. Ich hab nichts zum Ablegen. Hier gibt es bestimmt wieder diese Dings da, diese Pflanzen da. Was das Hütte. Speichern. Ich glaube, wir gehen mal zu diesem alten Mann dann, befragen den wegen dem Magierturm. Vielleicht laufe ich da ein Stückchen noch und mache dann da einen Speicherpunkt. Und cutte dann. Leichnam. Salamandra, ich wusste es. Meuchlerdolch. Okay, hier hört die alte Straße auf. Kann wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Gehen wir mal da hinten lang, weil ich glaube, da geht's zu dieser Hütte, wo der Mann wohnt, der uns Essen versprochen hat. Inselhütte. Vielleicht fressen wir Pflanze, wette. Jo. Wo wohnt dieser Mann? Hallo? Oh, etwas voller Blut. Ist das schon die Hütte von dem Typ? Wir gehen mal rein, mal gucken, ob der da ist. Oh, da steht doch der Name von dem Typ, denke ich mal. Das ist seine Hütte. Oh, das ist rot markiert auf der Karte. Ist er da? Ja, er ist da. Gucken wir, was er über den Turm weiß. Was wollt ihr? Ich will mich nur umsehen. Wenn es sein muss. Erdbeeren. Feuersteine, hallo.
Ja, toll. Das, was ich wissen wollte, weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich wollte was über den Magierturm erfahren. Tja, da müssen wir wohl erstmal nach Visima zurück, Leute. Ich kann nämlich einfach das Buch klauen, oder kann ich? Aha. In dem Buch steht also mehr über den Turm, wo ich es geklaut habe. Haha. Ob der alte Mann das gemerkt hat? Ich weiß es nicht. Dann lesen wir das Buch mal genauer. Ich guck mal, ob ich es jetzt noch von der Zeit her schaffe, dann lese ich es. Ansonsten mache ich hier einen Cut. Oh, wir gucken mal, ob wir es so gelesen bekommen. Wir gucken mal ins Inventory. Ends of Awe, wie auch immer man das aussprechen will. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10 Sucher. Öffne die Augen, blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der, der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen, so er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen birgt keine Liebe. Doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist. Lol. Deine Erinnerung dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von Versklavung zum Königreich führt. Lass mal ein bisschen scrollen. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib, drei Gesichter, drei Gnadenknaben, verstehen Macht, Ruhm, um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe, lass es dich von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird dir nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen. Du wirst alles begreifen, was verschlossen ist, wird dir offen stehen. Die 10 Namen lauten Weisheit, Kogma, Verstehen, Benna, Liebe, Kassett, Barmherzigkeit, Tiberet, Macht, Gevrat, Sieg, Netzer, Ruhm, Ort, Fundament, Jesat, Königreich, Malkat, Krone, Ketha. Dieses Buch verfügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Ich sammelte weitere Informationen für Kalkstein und vertraute uns vielleicht auch endlich mal. Dann gehen wir jetzt dahin zurück. Wir können uns ja, glaube ich, teleportieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das werden wir auch in vollem Maße ausnutzen. Deshalb mache ich jetzt hier einen Speicher. Und dann gucke ich mal, ob dieser Teleport tatsächlich uns nach Visima zu Kalkstein führt. Weil dann hätten wir echt einen verdammt langen Laufweg uns erspart. Das wäre echt nicht schlecht. Und das werden wir jetzt auch mal probieren. Ich gehe mal ins Inventar. Und wo ist denn der Porterstein hin? Ist das der hier oben? Teleportierkristall. Wie verwendet man das Teil? Hallo? Hä? Eine Mantaflasche? Aber... Hä? Habe ich wieder nicht richtig aufgepasst? Wie verwendet man das Ding? Gästenschädel habe ich noch. Ja, super. Das heißt, ich kann den ganzen Weg zurückschippern. Weil ich weiß ja noch gar nicht, wo dieser Markerturm liegt. Dann gehen wir jetzt zum Lagerfeuer zurück. Und dann gehen wir nach Dings. Ach, wir sind mal zurück. Ich muss jetzt nochmal Heiltränke und sowas kaufen, weil wenn wir zu diesem Turm da gehen, vielleicht bestimmt jede Menge Schwalben und so ein Zeugs, dass wir den Kampf da schaffen können. Was auch immer da auf uns wartet. Naja, wir müssen erstmal hier vorne an den Ziegelbauern da vorbei. Es wird dunkel, ich habe Angst. Ich mag die Geräusche nicht. Ah, wir müssen vorne bei den Tonkuben da nochmal gucken. Da war ja noch irgendwas. Da war doch noch was.
irgendwas sollten wir noch gucken, da wegen Berengas Ausrüstung oder so. Vielleicht müssen wir da doch nochmal hin. Wir gehen erstmal zum Fährmann. Ein neuer Kunde? Willkommen an Bord. Stirb doch! Stirb! Fragen, gehen wir erst noch mal zu den Tongruben oder gehen wir direkt nach Wissimar zurück? Ich denke, wir fahren nach Wissimar zurück. Ich mache mal hier einen Speicherpunkt. Vielleicht fahre ich auch mit dem Boot noch zurück. Dann habt ihr schon mal die Wegstrecke euch gespart. Und ich werde dann wieder weitermachen, wenn, aufnehmen, wenn ich wieder in Wissimar bin. Dann habt ihr nicht so lange Wartezeiten. Jo, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß. Hoffe, es gefällt euch mein Let's Play und würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Bis dann, Leute. Ciao.